Am Potsdamer Platz fand die Weltpremiere des neuen Damien Chapper-Films Love, Hate and Security statt. Hauptdarstellerin Romina Dilella und Filmpartner Oliver Gruber kamen zum roten Teppich. Romina, noch mal alleine, bitte. Wir brauchen Romina noch mal alleine. Romina, ein bisschen laufen. Romina, halt den Schutz. Okay, kennt das Spiel, komm. Romina, muss er nicht schauen. Romina, noch mal bitte nach links schauen. Bin schon dabei. Und jetzt ziehen wir mal gerade aus der Rolle. Einmal hier. Maybe downstairs. Auch zahlreiche prominente Gäste kamen. Guck mal nach links. Und einmal die Ladies alleine. Professor Gröbel, ich grüße Sie. Ein Film über die Schönen, die Reichen, die Adligen. Warum ist so ein Thema so reizvoll? Also die Schönen, die Reichen, die Adligen sind natürlich immer auch Thema des Boulevards. Und sind deshalb Thema des Boulevards, weil dann doch angeblich doch Traumwelten realisiert werden, weil man doch eine Welt findet, die der normalen, der Alltagswelt nicht entspricht, ist meistens etwas anders. Also wir werden in dem Film sehen, dass es auch um Kriminalität geht. Dann sind viele erleichtert, sagen, naja, dann lieber arm, aber rechtschaffen. Aber diese ganzen Traumwelten, die so alt sind wie die Menschheit, gab es schon bei den alten Griechen, gab es bei den alten Ägyptern, ist natürlich nach wie vor das Urthema. Wie passt der Ralf Möller da rein? Sie kennen ihn ganz gut. Ja. Vom Gladiator zum adligen Kriminellen, hätte ich fast gesagt. Ja, also Ralf ist einfach ein unheimlich guter Typ. Ne? Also der wird zwar als Hollywoodstar bezeichnet, ist er wahrscheinlich auch noch, aber das ist hier wirklich jemand, der die Bodenhaftung behalten hat. Man merkt ihm an, dass er aus Recklinghausen kommt. In Berlin fühlt er sich pudelwohl. Und ich glaube, dass das für ihn aus mehreren Gründen toll ist. Zum einen, dass er wieder mal in der Filmproduktion mitwirkt, dass er auch ein bisschen vielleicht sogar so eine etwas zwielichtige Rolle repräsentieren kann. Ich weiß es noch nicht, bin gespannt. Und einfach auch, dass er in Deutschland irgendwie mit einer Filmproduktion zu tun hat, die auch seinen Fans ihn wieder näher bringt. Also guter Typ, keine Star-Allüren, passt umso besser nach Berlin und nach Deutschland. Was hat denn den Reiz für Sie ausgemacht? Also erstens muss ich sagen, dass es eine wunderschöne Zeit war für mich in Frankreich. Ich bin sehr froh, dass ich mit einem Regisseur aus Hollywood arbeiten durfte, Damien Chapper, der heute leider nicht dabei sein konnte. Und außerdem großartig, dass Ralf Möller auch dabei war und ist leider heute auch nicht dabei, weil er eine andere Arbeit gerade hat. Aber ich bin einfach super froh. Super. Ein Wort zu Ihren Mitstreitern. Fangen wir mit der Dame an, Romina Dilella. Wie war die Arbeit mit ihr zusammen? Wie haben Sie das empfunden? Wir hatten eine wunderschöne Zeit in Frankreich.
und ich würde gerne nochmal mit ihr zusammenarbeiten. Also es hat prima geklappt. Was fällt Ihnen spontan zu ihr ein? Was würden Sie so ihr für Attribute zuschreiben? Ist sie ehrgeizig? Ist sie diszipliniert? Was fällt Ihnen als erstes ein? Ja, ehrgeizig ist sie und sehr... es tut mir leid, dass mein Deutsch noch nicht so gut ist. Ich bin erst seit knapp einem Jahr wieder hier. Aber auf Englisch würde ich sagen, she has a big determination. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Aber sie macht, was sie will und sie kriegt das auch hin. Also. Erste Frage, Hauptrolle, roter Teppich, emotional. Wie fühlen Sie sich heute? Ich fühle mich super. Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen ersten internationalen Film drehen durfte mit einem Hollywood-Regisseur wie Damien Chazelle. Ich bin sehr dankbar, dass BBI Films und der Regisseur mir diese Hauptrolle anvertraut haben. Wenn wir mal auf den Film zu sprechen kommen, die Welt der Reichen und Schönen, war es eine Herausforderung oder war es eher keine, sich in diese weibliche Hauptrolle hineinversetzen zu dürfen? Absolut, es war eine Herausforderung. Ich habe mich so gut wie möglich auf die Rolle vorbereitet. Giulietta Di Messina ist eine reiche, wohlhabende, unabhängige Frau, die mit einem mächtigen Banker verheiratet ist. Doch wie es halt so ist, auch im wahren Leben, Geld macht nicht glücklich. Es geschieht ein Attentat, das misslingt auf das Ehepaar. Somit kommt ein New Yorker Bodyguard mit ins Spiel, um der ganzen Sache nachzugehen. Das Attentat ist ein gutes Stichwort, so viel darf ich verraten. Und Sie schießen aus dem Auto heraus, erlegen da zwei böse Buben, die Ihnen wirklich gesundheitlich da was antun wollen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war die Vorbereitung für den Film? Mussten Sie einen Schießkurs machen? Wie geht das vonstatten? Mal ganz allgemein, damit der Zuschauer ein Verständnis dafür bekommt. Das ist ja das Reizvolle an der Schauspielerei, dass man sich in verschiedene Rollen und Situationen hineinversetzt. In dem Fall war es die Schießerei. Ich habe mich großartig jetzt nicht unbedingt auf das Schießen vorbereitet. Ich habe meiner Fantasie einen freien Lauf gegeben und habe auf die Regieanweisungen von Damien Chazelle gehört und habe mich so gut wie möglich in die Szene hineinversetzt. Da sind wir beim nächsten Thema. Wirklich für den ersten Film beeindruckende Namen im Cast. Alsterbeeren, Ralf Möller, Oliver Gruber, Damien Chazelle. Arbeiten wir die mal nach der Reihe ab? Wie war es mit denen zu arbeiten? Was macht die aus? Fangen wir mal an mit dem Gladiator, mit dem Ralf Möller. Ralf Möller, sehr charmant, ein unheimlich sympathischer, netter Schauspieler, der sehr bodenständig ist. Ich schätze ihn sehr als Mensch. Es ist eine sehr schöne Freundschaft entstanden und ich würde jederzeit mit ihm wieder zusammenarbeiten. Ein sehr konträrer Charakter, der Damien Chazelle, der natürlich auch Regisseur war, wahrscheinlich dann auch dahinter stand, die Anweisung gegeben hat auf dem Stuhl, gleichzeitig Schauspieler. Wie muss man sich das vorstellen? Damien Chazelle bin ich natürlich sehr dankbar, dass er mir diese Rolle anvertraut hat. Ich habe sehr viel von ihm lernen können. Es ist ein sehr toller Mensch. Er hat eine unglaubliche Menschenkenntnisse und eine unglaubliche Erfahrung. Und das war eine ganz tolle Zusammenarbeit und ich habe ganz viel bei der ganzen Geschichte gelernt. Bei Oliver Gruber war man erst nicht so sicher, so diesen weichen, verwöhnten Banker, der sich nachher doch als ganz schöner Fiesling rausstellt. Wie ist da so die Zusammenarbeit gewesen? Was denken Sie, ist er für ein Mensch und was hat die Zusammenarbeit mit ihm ausgemacht? Wir hatten eine tolle Zusammenarbeit in Frankreich. Es hat alles sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage nur, die ganze Arbeit war sehr angenehm mit Oliver Gruber. Arbeit ist ein tolles Stichwort. Trotzdem, glaube ich, kann man sagen, diese ganze Geschichte, Ihre persönliche Geschichte, kommt mir so ein bisschen so vor. Die Schauspielerin aus Berlin, fleißig, diszipliniert, fokussiert, setzt sich ein Ziel, marschiert von Berlin weg und kommt so mit halb Hollywood zurück. Fühlen Sie sich so ein bisschen so, als geht heute so ein kleines Märchen in Erfüllung? Absolut. Für mich ist heute ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich bin sehr glücklich darüber, diesen internationalen Film gedreht zu haben und mit solchen Schauspielgrößen wie Damien Chazelle und Ralf Möller zusammen gedreht zu haben. Ich bin einfach überglücklich. Ich habe eben Ihre Eltern kennenlernen dürfen. Was denken Sie, bedeutet dieser Abend, dieser Film für Ihre Eltern? Ja, die sind natürlich sehr froh darüber und sind sehr stolz auf mich, weil die wissen, dass ich hart dafür gearbeitet habe, jahrelange Arbeit und die sind einfach sehr glücklich. Wenn man jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schaut, wie wird es weitergehen?
bleiben Sie eher im europäischen Filmbereich, im deutschen Filmbereich? Wird es Sie nach Hollywood ziehen, was ja das Ziel ganz, ganz vieler Schauspielerinnen und Schauspieler ist? Also es sind Angebote vorhanden. Ich werde natürlich jetzt nicht so viel darüber verraten. Ich verrate nur so viel. Ich werde weiterhin fokussiert bleiben. Ich bin hier in Berlin zu Hause, fühle mich auch pudelwohl hier. Gerne lasse ich natürlich alle Angebote auf mich zukommen, gerne auch aus Deutschland. Ich werde sicherlich auch mal nach L.A. fahren. Aber ich bin hier in Berlin zu Hause, fühle mich auch wohl hier. Ich lasse alles auf mich zukommen und bin sehr glücklich, genieße diesen Abend heute. Wenn wir noch einmal bei Hollywood bleiben, gibt es einen Schauspieler, der Ihnen, Schauspielerin oder Schauspieler, der Ihnen so in den Sinn kommt, wo Sie sagen würden, an dessen Seite möchte ich wahnsinnig gerne mal spielen? Oh ja, da fällt mir natürlich, mir fallen mehrere Namen ein, aber mit einem würde ich sehr, sehr gerne zusammenarbeiten, Robert De Niro. Das ist ein Thema, würde ich mal so sehen. Da könnte man sagen, Sie könnten auch gleich für Robert De Niro singen. Dieser Film hat natürlich einen Soundtrack und der wird von Ihnen gesungen. Wie kam es dazu, dass Sie weibliche Hauptrolle sind im Cast, aber gleichzeitig Soundtrack singen? Ja, dafür bin ich den Damien sehr dankbar, dass ich kreativ sein durfte. Diese Rolle, ich spiele ja sozusagen eine Lounge-Sängerin. Deshalb konnte man beide Sachen sehr gut zusammen verbinden. Ich habe ja eine Musical-Ausbildung absolviert. Und in dem Film habe ich sozusagen drei eigene Songs geschrieben mit der Komponistin Vivian Lee. Und die kommen in dem Film vor. Diese sind so gut angekommen bei dem Produzenten Pete Decker, BBI-Films, dass er sogar ein Musikvideoclip hier in Berlin produziert hat mit dem Song Kiss Your Heart Awake, wo ich drin singe und tanze. Und das wird auf der DVD als Bonus mit drauf sein. Das spricht für eine Menge Vielseitigkeit. Wie können wir uns die Zukunft dann in Aktion von Romina Dilella vorstellen? Sehen Sie sich eher im Schauspielfach oder sehen Sie sich eher im Musikfach? Wie gesagt, also mein Fokus ist die Schauspielerei. Ich mache aber beides gerne und hier in diesem Projekt konnte man beides hervorragend zusammen verbinden. Somit bin ich sehr glücklich. Ich singe, ich spiele, ich tanze in dem Film und das hat ja wunderbar geklappt. Für beide Dinge, für Musik machen und für Schauspielereien, muss man gut aussehen. Das tun Sie. Ist das ein Designerkleid? Wer hat Sie heute so wunderschön eingekleidet? Vielen Dank erstmal. Ja, dieses wunderschöne Kleid ist von meinem Freund, dem Designer, den Haute-Couture-Designer aus Leipzig, Agustin Molina. Er hat dieses wunderschöne Kleid extra für heute kreiert und auch die Kostüme in dem Film sind von ihm. Später wurde noch bis in die Nacht im Olive Club in der Lietzenburger Straße gefeiert.